So, schon wieder ein weiteres Video. Es kommt täglich quasi was, weil es sind einfach alles interessante Sachen. Wir kriegen auch tolle Rückmeldungen in den YouTube-Videos. Eine davon ist von dem Leibi. Hat mich sehr gefreut, Leibi, dein Kommentar. Wir haben noch andere. Und du fragst, wie man Datenbankabfragen testen kann oder wie wir das testen. Da mache ich mal noch ein dediziertes Video für dich. Ich bin jetzt dann nur im Urlaub. Da müsstest du dich noch ein bisschen gedulden. Nichtsdestotrotz haben wir gerade zufällig heute auch das Thema SQL-Abfragen. Und zwar haben die Jungs bisher noch nicht mit Datenbanken zu tun gehabt. Der Herr Wegner ist ja jetzt auch erst ein halbes Jahr bei uns. Das ist jetzt so quasi der erste Schritt. Generell SQL-Abfragen werden bei uns kaum noch geschrieben, weil man halt das Entity Framework verwendet oder irgendwelche OR-Mapper, also objektrelationale Mapper. So, objektrelationale Mapper, und deswegen schreibt man eigentlich kaum noch von Hand SQL. Das würde mich mal bei dir interessieren. Schreibst du viel von Hand SQL? Und wenn ja, warum? Warum nimmt ihr keinen OR-Mapper? Muss ja jetzt nicht Entity Framework sein, kann ja auch ein Service, ein Hypernate oder so sein. Ja, aber wir werden da auf jeden Fall was machen, werde ich zeigen. Ich habe auch schon in meinen anderen Videos dazu das eine oder andere. Und die Jungs hatten jetzt nämlich gerade kürzlich die Aufgabe, mal sich ans ERP-System anzudocken mit so einer separaten kleinen App. Die haben wir mal als Spike-Solution aufgebaut und geben die jetzt an die Fachabteilungen. Und da sind einzelne Leute, die jetzt quasi das Ganze mal benutzen und testen und uns Feedback geben. Und sobald sich das etabliert hat, wird das Ganze ins ERP-System integriert. Und da das nicht benutzt werden würde, wenn da so ein paar Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel die automatische Abruffunktion von Lieferantendaten nicht drin wäre, mussten wir jetzt halt ohne auf die Persistenzschicht, die im ERP ja schon alles da ist im ERP-System, mussten wir jetzt quasi hier uns mal andocken. Das haben wir einfach schlicht und einfach über eine SQL-Abfrage gemacht. Und wie immer bei uns in der Ausbildung haben die Jungs einfach nur von mir Material bekommen und haben gesagt, schaut euch mal das, das, das an, damit müsstet ihr es hinkriegen. Und das ist dabei rausgekommen. Ich habe das jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen. Also das war schon mal eine tolle Leistung, dass die da das tatsächlich hinbekommen haben. Den Connection String hatte ich ihnen gegeben. Hat ihnen auch da eine passende Seite zugesagt. Gibt es eine ganz tolle Seite. Connectionstrings.com war es, glaube ich. Oder wisst ihr gerade noch, wie die Adresse war, Jungs, die ich euch geschickt hatte? Oh, die Adresse weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber da gab es auf jeden Fall sehr viele Beispiele zu Connection Strings, wie man die aufbaut und so weiter. Genau, so. Und jetzt haben die Jungs hier eine SQL-Klasse gemacht. Es funktioniert alles schon einwandfrei, wurde sogar schon publiziert. Wir haben da ein Click-Once-Deployment und das ist jetzt schon in der Fachabteilung angekommen. Entschuldigung. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So. Also, zum einen, da wird quasi jetzt gerade Technisches und Fachliches vermischt. SQL heißt die Klasse. Fachlich steht hier hole Kunde aus Datenbank, also hole Kunde und dann aus Datenbank, da ist sogar nochmal in dem Methodennamen eine Vermischung. Und hier wird ein Kunde zurückgegeben und es erwartet eben die Lieferantennummer, die in der Oberfläche eingetippt wird. Ja, also Männer, wie schon gesagt, da wird Technisches und Fachliches gemixt. Das ist ganz natürlich, weil ihr habt noch gar keine Persistenzschicht bei euch in der App bisher gehabt. Da war jetzt natürlich die Herausforderung, macht man da tatsächlich eine, sagen wir mal, so ein bisschen Infrastruktur rein, um quasi auch künftig weitere Abfragen einbauen zu können, ohne immer wieder das Gleiche programmieren zu müssen. Das lohnt sich natürlich jetzt für so eine kleine Spike-Solution überhaupt nicht. Und ich würde es trotzdem mal versuchen, ein kleines bisschen zu lösen, das Ganze. Dann das nächste, was auffällt, ist auch hier der Connection String ist hardcodiert. Den will ich auf jeden Fall mal in die App-Config machen. Stellt sich jetzt die Frage, ob überhaupt die App so lange lebt, dass es notwendig ist. Nichtsdestotrotz ist es üblich, auch in Enterprise-Applikationen, dass eben der Connection String konfigurierbar ist. Oder sogar auf Basis von der Konvention sich ergibt teilweise. Haben wir das so aufgebaut in ERP, aber das haben wir dahingestellt. Auf jeden Fall sollten wir es nicht hardcodiert in die Klasse reinschreiben. So, dann wurden auch schon SQL-Parameter benutzt, ein SQL-Command. Ich hatte es den Jungs vorab kommuniziert. Der Hintergrund ist der, dass SQL-Injections vermieden werden. Also hier ist quasi diese, wo der Int reingetragen werden müsste oder die Lieferantennummer, in dem Fall halt als Int dargestellt.
Und das wird mit dem SQL-Parameter wird das quasi ersetzt und damit hat man sich gegen SQL-Injections abgesichert. Ja, dann wird die Connection geöffnet, es werden die Daten gelesen. Hier dürft eigentlich nur einmal ein Read was zurückliefern, weil es darf ja eigentlich nur einen Lieferanten mit der Nummer geben. Und hier wird dann quasi das Ganze noch an das Kundenobjekt dran formatiert. Auch, dass quasi zum Beispiel führende und endende Leerzeichen entfernt werden. Ob es notwendig ist, sei mal dahingestellt, weil eigentlich sollte es in der Datenbank sauber sein. Aber nichtsdestotrotz, was auch auffällt, ist, dass hier immer wieder das Gleiche gemacht wird. Also nicht nur da, sondern das Komplette. Ne? Also da haben wir so ein bisschen das Problem, don't repeat yourself, wurde da nicht so richtig beachtet. Und jetzt gehen wir mal her und versuchen das Ganze zu refactoren. So, also erster Schritt wäre mal den Connection String auf jeden Fall rausmachen. Haben wir hier schon eine Settings-Datei? Nein, haben wir noch nicht. Also. Das ist der oder nennen wir es vielleicht gleich ERP Connection. Herr Wegener, was war der Unterschied hier beim Scope, User und Application? Wenn die Application nur auf einem Benutzer installiert, ich habe ein sehr hartes Echo. Ich kann mich überhaupt nicht aufs Reden konzentrieren. Okay, Das ist unglaublich. Skype-technische Probleme, der Normalfall. Vielleicht, Tim, gibst du ihm gerade mal dein Headset. Habt ihr das andere Mikrofon ausgesteckt bei dir, Herr Wegner? Ja. Das habt ihr da rausgenommen, okay. Tauscht vielleicht gerade mal die Headsets und kannst du Herr Wegner kurz ausführen, weil wir hatten das kürzlich dieses Thema. So, Test, Test. Ja. Oh, danke, besser. Also der Unterschied ist, wenn es auf Application gestellt wurde, ist es egal, auf welchem Benutzer das installiert wird. Das gilt dann für die gesamte Applikation. Und auf Benutzer ist es dann auf den Windows-Benutzer gescoped. Also, das hatten wir vor kurzem mal gedacht, das ist doch mal ganz interessant für die zuschauen, was da der Hintergrund ist. Und dann können wir das jetzt hier zugreifen. Das müsste jetzt hier schon drin sein. Wollt ihr vielleicht mal tippen? Empfiehlt. Mit Properties ist es. Kürzlich gemacht, diese Das App-Settings. Properties.settings.default. Probiert mal, genau. Probiert mal Application. Oh, Genau, ja, Tim, komm. Settings. Default. Nee, eigentlich müsste es direkt hinter Default sein. Ist es Macht mal ERP. Macht mal ERP. Genau. Genau. Ja. So, und jetzt kann man nachschauen, wo ist es nochmal drin, in welchem Namensraum. Es kommt aus, also quasi, das wird mit angelegt an das Projekt, ne? Formulare, Properties, Settings, das muss man sich einfach mal merken. Das ist ein bisschen, finde ich, ja, also für mich ist es auch nicht so intuitiv, würde ich mal sagen. Ich hätte auch erwartet, dass es so ein System ist, da muss man immer nochmal kurz drüber nachdenken, dann kommt man auch wieder drauf. So, jetzt haben wir erstmal den Connection String weg. Das ist schon mal gut. Hier wird auch Using gemacht, das ist auch gut. Das heißt, die Connection wird automatisch geschlossen, wenn man aus dem Using rausbringt. Das hatten wir auch schon mal in der Ausbildung, dass eben da ein Try-Catch-Finally draus gemacht wird, wenn das Ganze kompiliert wird. Und im Finally wird dann eben die Connection geschlossen. Die Connection wird erst hier unten geöffnet, also spät als möglich immer. Und nach einem While geht es hier aus dem Using raus und dann hat es quasi die Connection auch wieder geschlossen. So, dann machen wir mal hier, das können wir ja refactoren. Wir haben hier übrigens jetzt Visual Studio 2019, haben wir jetzt kürzlich installiert, haben uns mal hier die Refactorings angeschaut, ob man dann überhaupt noch Resharper braucht. Uns ist jetzt aufgefallen, dass doch das ein oder andere fehlt, was man gerne hätte. Also werden wir doch wieder
Resharper weiter lizenzieren und für Visual Studio 2019 eben dann einsetzen. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt keinen Befehl von Visual Studio, wie man es extrahiert, weil ich nur mit Resharper arbeite. Deswegen schauen wir mal, gucken wir mal, kann man hier eine Methode draus extrahieren? Also ich sehe Quick Actions and Refactorings, können wir mal gucken. Introduce Local Extract Method. Also super. Dann machen wir Pass Value. So, und das, da möchte ich jetzt quasi nur den String Property Name. Oh, habt ihr euch gemerkt, was der Name war? Company war es, glaube ich, ja. Kopieren wir einfach und machen hier Property Name. So, und jetzt können wir das Ganze immer so schreiben. Zack. Zack. Macht ihr es gerade mal zu Ende, bitte? Gab es das Kundenobjekt schon oder habt ihr das angelegt? Und Kunde ist ja in dem Fall nicht korrekt, das ist doch der Lieferant oder bin ich gerade falsch? Also auf jeden Fall ist es also Kunde und Lieferant macht auf jeden Fall keinen Unterschied von den Daten, die da drin gespeichert sind, von den Objekten. Naja, aber ich. Fachlich gesehen. Unten noch, Herr Wegener? Ja, das ist vermutlich richtig, Lieferant zu nehmen. Ja. Wobei das Datenobjekt identisch ist. Ja, da gibt es auch immer, das wäre jetzt natürlich so wieder ein Verstoß gegen Don't Repeat Yourself, weil man will ja, man will ja nicht quasi einfach was klonen. Da gibt es tatsächlich zum Beispiel aus dem Domain-Driven Design den Ansatz, dass man es trotzdem machen soll und da dann bewusst gegen das Don't Repeat Yourself-Prinzip verstößt. Einfach, weil es fachlich unterschiedliche Sachen sind und sich auch unterschiedlich weiterentwickeln können. Also es fliegt euch jetzt nicht auf die Füße, es kann aber sein, dass es euch künftig auf die Füße fliegt. Da gibt es auch wieder diese Aussage, Jagni, also you ain't gonna need it. Aber jetzt sagen wir mal, in großen Systemen wie ERP-Systemen ist eigentlich schon klar, dass die Kunden und Lieferanten unterschiedlich entwickeln müssen und vielleicht unterschiedliche Constraints gelten. Ihr habt zum Beispiel auch schon in der Oberfläche quasi die Regex, dass die Lieferantennummer ein bestimmtes Format hat, zum Beispiel Länge und was weiß ich, immer mit 5 startet. 5 wäre allerdings der Debitorenkreis. Ich weiß nicht, was bei den Kreditoren ist. Aber da hätten wir schon ein Problem, ne? Weil das könnte da auch an das Objekt dranhängen. Was man in dem Fall vielleicht schönerweise machen könnte, jetzt haben wir erstmal hier das gelöst, jetzt können wir ja mal in den Kunden reingehen. Go to Declaration oder Definition. Was wir machen könnten, wäre beispielsweise auch hier das umzubenennen statt Kunde Kontakt. Und dann kann man quasi die Variable, wenn man sie instanziert, wenn man den var Kunde ist gleich New Kontakt oder var Lieferant ist gleich New Kontakt. Ne? Ich glaube, das können wir jetzt gerade nicht machen, weil der Parser dann auf die Fresse fliegen würde. Stimmt's? Ja. Okay. Das können die Zuschauer jetzt wissen. Also das kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Also wir können es jetzt gerade nicht hier refactoren. Das machen wir dann im Nachgang, weil wir so eine Konvention haben zum Parsen von den Daten ins HTML bzw. ins PDF. Und dort sind Platzhalter. Und wenn wir jetzt den Kunden hier umbenennen, würde das Parsen nicht mehr funktionieren. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber das wäre jetzt so eine Lösung, wenn man sagt, ich möchte es nicht duplizieren. Es ist jetzt auch eine sehr einfache App. Warum soll ich da mir schon so einen Aufwand machen?
Aber dann kann man es einfach darüber lösen, dass wir das einfach Kontakt nennen und machen dann beim Instanzieren das entsprechend. Nichtsdestotrotz würde ich hier bei der Variablendeklaration wo habt ihr eigentlich den Kunden definiert? Ich sehe den gar nicht da oben. Da würde ich vielleicht auch Folgendes machen. Für den Fall, dass jetzt zwei oder mehrere Ergebnisse zurückkämen, was eigentlich nicht sein darf, würde da jetzt schon beim ersten zurückspringen. Das Return hier würde dann auch wieder das Using, also man geht ja dann aus der Methode raus und damit wird das Finally ausgelöst und die Connection geschlossen. Ne? Ist einfach nur mal ein kleines bisschen kürzer. Der Vorteil, den ihr jetzt gerade hattet, war, man kann einen Breakpoint gemütlich setzen und gucken, was ist in dem Kundenobjekt oder in dem Lieferantenobjekt in dem Fall eigentlich gesetzt. Ne? Also schreibt euch mal bitte kurz auf, dass ihr das nachher umbenennt und nennt es Kontakt und dann ist es eigentlich durchgängig. Gut, also sie haben auf jeden Fall Wiederverwertbarkeit gehabt, objektorientierte Programmierung, Wiederverwendung von Objekten. Sie hatten ein Objekt, was schon solche Daten kapselt und haben das einfach wiederverwendet, ist jetzt aber fachlich nicht korrekt. Es gibt zwei Möglichkeiten, duplizieren, was man in großen Applikationen sicherlich machen würde. Und da gibt es ja zum Beispiel auch inzwischen heute Architekturen, Microservice-Architektur, da wäre der Lieferant in einem ganz anderen Microservice und auf einem ganz anderen Server als jetzt zum Beispiel der Kunde. Und dann kann es durchaus sein, dass man da erstmal zwei Objekte hat, die so gesehen identisch sind, wenn man da nachschauen würde, aber die sich komplett auf anderen Servern befinden, sich unterschiedlich weiterentwickeln, wo die Business-Logik ein anderes und. In unserem Fall wäre jetzt wahrscheinlich die pragmatischste Lösung, einfach das Kundenobjekt umzunennen in Kontakt. Geschäftskontakt oder so, wobei wir sind eh im geschäftlichen Umfeld, im B2B-Bereich, wir sind gar nicht im B2C-Bereich, dann reicht eigentlich Kontakt, weil es ist klar, dass es geschäftlich ist. So, hier haben wir so das auch rausrefactored. So, was sagt er hier jetzt? Not all code paths return, bla bla bla. Okay, dann könnte man hier zum Beispiel eine Exception schmeißen oder nichts zurückgeben. Das wäre jetzt eine sehr unschöne Lösung. Die kann man machen. Dann wird es bauen. Das heißt aber, der Konsument muss Nulls verarbeiten können. Und das wäre mal, dann würden wir, wenn wir uns das anschauen, was der Konsument macht, auf die Schnauze fliegen. Ne? So, was könnten wir auch machen? Einen leeren Kunden zurückgeben. Ne? Könnte man beispielsweise auch machen. Man könnte auch eine Exception schmeißen. Irgendwie, das nervt mich gerade ein bisschen. So. Das wären mehrere Möglichkeiten. Oder man könnte einfach einen leeren Kunden erzeugen. Hat jemand eine Nachricht geschrieben in Skype, dass das jetzt so blinkt? Weil bei mir das ist auch gerade geblinkt. Nervig. Genau, also das ist auch keine so schöne Lösung, aber ich möchte jetzt das Video nicht noch unnötig länger machen. Auch dafür gibt es den einen oder anderen Weg, wie man vorgehen könnte. So, und dann haben wir eben noch hier die Benennung. Das würde ich jetzt auch mal schauen, ob wir das vielleicht ein kleines bisschen verbessern können. Wir möchten jetzt natürlich nicht eine große Infrastruktur produzieren, die zum Wiederverwenden sich eignen würde, einfach weil das in dem Fall Overengineering wäre. Wir haben so viele tolle Projekte. Ich möchte nicht bei jedem wirklich das Maximum rausholen müssen, weil man dann einfach viel zu wenig in der Breite aussieht. So, was könnten wir da machen? Wir könnten beispielsweise vielleicht eine was nehmen wir da? Das ist die Lieferanten-Query, ne? Da würde ich jetzt zu den Dienen des Lieferanten, habt ihr da Englisch oder deutsche Schreibweise? Formulartypen? Machen wir so. Und machen hier ein
jetzt nochmal das Abfrage nennen, fände ich auch blöd, um ehrlich zu sein. Wie nennen wir das? Wir könnten es auch folgendermaßen machen. So, und jetzt machen wir einfach den Text da rein. So, das wäre die Abfrage. Was ist denn der Command-Text? Was war denn der vom Typ? Nee, die Klammern fehlen beim ToString. Ah. So. Wieso tut es bei einem Tab jetzt keinen Klammer mehr drumherum? War wahrscheinlich auch eine Resharper-Funktionalität. Das sind so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen, wenn man mal ohne Resharper arbeitet, was nicht geht. So. Lieferantenabfrage. Wobei, wir können auch mal eines hier schauen. Können wir hier nicht eventuell es so machen? Doch. So. Jetzt geht's weiter. Ich möchte ja am Schluss den Command quasi draußen haben, ne? So, und da brauchen wir jetzt im Konstruktor int Lieferanten Nummer. Machen wir eine kleine Schreibweise. So. So, jetzt bräuchten wir hier quasi die Lieferantennummer von oben. So, jetzt kompiliert es auch schon wieder. Jetzt ist das nächste, wir brauchen einen SQL-Parameter, ne? Mhm. So, wie nennen wir das? Können wir im Prinzip das komplette rausnehmen. Public oder anders. Ne. Machen public SQL. Was war es, ein Command oder eine Query? Lass mich kurz überlegen. Es war ein Command. So. Das ist auch wieder diese uneinheitliche Schreibweise, Parameter, CMD und dann wieder Deutsch. Also, Tim, das machen wir als nächsten Blog-Eintrag. So. Jetzt hat die Lieferantennummer, haben wir oben, was sagt er hier? Das ist die falsche Schreibweise. Und hier wahrscheinlich auch. So, jetzt machen wir hier das anders. Jetzt machen wir hier ein private string query. Und jetzt müssen wir kurz gucken.
Irgendwo muss ich es noch reinmachen. Da. Das hier ist die Query. Die Connection müssen wir dann nochmal außerhalb setzen. Also ich will quasi Command und das Ausführende von trennen. Ich will, das ist das Erzeugen des Commands. Was will er hier? Das machen wir mal. Ne, wir machen es komplett gleich. In File. So. Gut. Return Command. Hier haben wir die Query. Was sagt er hier? Oh, die Schreibweise habe ich auch noch einen gekannten Konstruktor. Das ist ja geil. So. Und jetzt machen wir hier. New. Also var cmd ist gleich new. Lieferantenabfrage, da übergeben wir die Lieferantennummer und machen dann erzeuge Befehl. So, und jetzt müssen wir cmd Connection ist gleich con. Das schreibe ich jetzt mal so. So. So sieht mir das schon ein kleines bisschen besser aus. Und dann machen wir das in eine eigene Datei. Dann wissen wir, das ist die Lieferantenabfrage. Jetzt könnte man beispielsweise hier sich so Ordner anlegen, wo man dann solche Abfragen bündelt. Also wenn wir dann quasi später noch was weiteres integrieren, wenn jetzt vorhin drüber gesprochen, die Ansprechpartner, dass wir die auch da abrufen, dann wird man einfach hier noch eine weitere Query machen und das Vorgehen an sich ist immer gleich. Das heißt, das könnte man jetzt auch parametrisieren. Machen wir mal Folgendes, ob man das mal kurz demonstrieren können. Lass mich mal kurz überlegen. Wir machen hier die Query und sagen, was zurückkommen muss. Dafür müsste man allerdings das Mappen von dem Reader auf den Kunden auch noch rein injizieren. Wisst ihr, was ich meine? Wir hatten bei dem Debitorenprogramm auch das Thema Mappen, wo wir von unterschiedlichen Quellen immer auf diese Invoice gemappt haben. Und dann haben wir einzelne Mapping-Funktionen geschrieben, haben die dann reingereicht. Und damit war quasi der eigentliche Code stabil und wurde nur immer das ausgetauscht oder quasi das rein initiiert, was dann für die jeweilige Quelle benötigt wurde. Und hier müssen wir es genauso machen. Da müssten wir dann quasi die Mapping-Logik auch rein initiieren, dass dann quasi von dem Reader, was zurückkommt, da das richtig gemappt wird. Ne? Also sprich, könnte man jetzt so ein bisschen vorbereiten. Das wäre so ein bisschen hier. Wie kann ich das jetzt wieder als Methode? Gibt es da keinen Shortcut? Das wäre jetzt will ich schon wieder Englisch schreiben. Mappe, also wandle, umwandeln. Wir müssen das ganze Thema mit der Benennung müssen wir echt angehen. So, das wäre so ein Mapper. Den könnte man jetzt auch im Konstruktor zum Beispiel reinreichen. Also macht hier einen Konstruktor rein. Warum ist eigentlich die Klasse Parse? War das, weil ich vorhin da aus Versehen die Abfrage falsch gemacht hatte? Lieferantenabfrage. Ach, Steuerung T geht jetzt auch nicht mehr. Doch. Lieferantenabfrage. Ja, genau. Okay. KE war, glaube ich, jetzt bei Visual Studio der Befehl, oder? Oder was war denn der für das Code Cleanup? EF. Okay. So, und dann können wir nämlich speichern. Können wir nämlich den Partial Mist wieder wegmachen. Machen auch mal Steuerung EF, das ist alles sauber formatiert. So, Mappe die Kunde.
Da bin ich am Überlegen. Da wir wissen, da darf nur eines zurückkommen, ist doch die Frage, ob wir das sogar anders machen. Beim Read kommt ein Ghoul zurück und setzt gleichzeitig den Wert. Da wir wissen, es darf nur eines zurückkommen, if rdr.read und andernfalls machen wir da kein While, sondern wir geben jetzt schon den rein. So, dann read, nennen wir das? Das ist der SQL-Reader, der zurückkommt. Nennen wir es jetzt erstmal so. Oder eigentlich sind es die Lieferanteninformationen. So. Das gefällt mir auch noch nicht ganz. Ich würde hier gerne. Das ist auch so was, was man sich überlegen kann, ob man hier true schreibt oder nicht. Ich finde es ein bisschen sprechender, als wenn man einfach nur hier den Boolean Flex so drin lässt, ohne das. So, und dann kommt hier Lieferant. So, also das ist schon sehr verstörend. Das müssen wir wirklich auf Kontakt ändern. So, Map to Kunde. Das wäre die Mapping-Logik, die man jetzt austauschen könnte. Jetzt mal kurz überlegen noch, wie wir die Benamsungen hier drin machen. Und ob man es vielleicht, genau, wir machen es wie folgt. So, und da machen wir Public Kunde aus SQL und das macht jetzt tück, 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 tück. Das kriegt jetzt den Reader rein. Und das machen wir auch. Könnte man statisch machen aus meiner Sicht. Und dann machen wir einfach diese Logik da rein. Schmeißen die hier raus. Und wir machen sogar noch mal anders. Wir machen hier ein Func. Die kriegt einen Reader, also quasi einen SQL Data Reader rein und kriegt einen Kunde zurück. So, dann machen wir Return. RDR heißt es so. Den müssen wir hier übergeben. Lass kurz nachschauen. Ich setze mich gerade wieder hin. Gott sei Dank für höhenverstellbare Schreibtische. Da machen wir jetzt.
Das wie folgt. Kopieren wir uns nochmal. So. Dann brauchen wir das hier nicht mal reingeben. Jetzt hier noch wahrscheinlich System Funk. So, okay. Ah, die Pass-Methode brauchen wir noch. Ich mache es nochmal zurück. Wer kann mir erklären, wie das funktioniert? Also was habe ich da jetzt genau deklariert? Ich weiß nicht. Also Funks hatten wir ja schon, ne? Oder bin ich jetzt gerade falsch? So, jetzt habe ich das Headset auch wieder auf. Also die Funk nimmt als einen SQL Data Reader und gibt als Return den Kunden zurück. Und dann gibt man den Parser als Reader mit rein. Was gibt man rein? Den SQL Data Reader unter der Bezeichnung RDR mit rein. Mhm. Und der wird dann halt in der Funktion benutzt, der neue Kunde wird erstellt. Genau. Gegeben. Also bei einer Funk ist es so, das können viele nicht richtig lesen. Wenn man das einmal verstanden hat, weiß man, wie das funktioniert. Alle Parameter, die vor dem letzten kommen, sind immer quasi Eingangsparameter. Und immer der letzte bei einer Funk ist der Rückgabewert. Und eine Funk ist nichts anderes als eine Schreibweise, wie in der Mathematik auch. Da gibt es ja die Schreibweise f von x ist gleich 2x plus 1. Ne? Und wir haben jetzt genau so eine Funktion definiert, die sagt, du kriegst x rein, x ist der SQL Data Reader und das hier ist das, was du zurückgibst. In unserem Fall ist es ein Kunde, den wir zurückgeben. Und wie das passiert, steht hier drin. Also hier ist einfach nur eine Funktion definiert worden. Und diese Definition von der Funktion geben wir jetzt zurück, damit wir die Funktion später, da wo wir sie brauchen, aufrufen können. So, jetzt gucken wir uns das an. Da brauchen wir also quasi die Funk Kunde halt SQL Data Reader und Kunde. Das ist dann der Mapper. Da haben wir auch wieder das Problem mit System. Man merkt es gar nicht so richtig, was einem ReSharper da alles abnimmt, wobei es war jetzt glaube ich auch hier wieder im Kontextmenü, da hätten wir es nehmen können. So, jetzt brauchen wir einen Konstruktor. Damit es abwärtskompatibel bleibt, behalten wir es da dabei. Können aber auch einen Konstruktor machen, public SQL, machen hier eine Funk und muss mal wieder schreiben, System Funk SQL Data Reader Kunde. In sauberer Weise wird man das jetzt generisch machen, ne, dass das hier ein T ist und dann kann ich quasi SQL von T und hab das quasi durchgängig. So, Mapper. Halt. So, und jetzt können wir, dass es abwärtskompatibel bleibt, machen das. Und wir verwenden hier Lieferantenparser.ausSQL. Was will er jetzt?
So. Und jetzt müssen wir es nur noch hier anwenden. Wie müssen wir es da anwenden? Das hier müsste er ja korrigieren. Genau. Ne? So, ist weiterhin abwärtskompatibel, weil wir ja quasi das mal als Default machen. Und wenn wir es jetzt ganz schön machen wollen, könnte man quasi hier, wie gesagt, das mit T machen und wird quasi komplett generisch. Dann gibt man immer den passenden Mapper dazu rein, der aus dem Data Reader das T macht. Also diesen Mapper. Und dann hat man hier quasi auch T. Also komm, wir machen es. Das ist einfach jetzt schön, das fertig zu machen. Auch wenn wir bloß jetzt eine Infrastruktur machen wollten. Dann nennen wir das weil wir haben sie hier schon SQL, nennen wir das Get. Das machen wir T. Wir können hier bei T auch zum Beispiel, where T eine Klasse ist oder new hat, das brauchen wir jetzt aber, soweit ich das gerade gesehen habe, nicht. So, T, dann sagt man da, man möchte Kunde. Und die Func ist auch, muss man dann auch von T machen. Dann ist das logischerweise nicht mehr abwärtskompatibel, kann es ja nicht sein, ne? Dann müssen wir das so hinmachen. Das hier ist auch T. Und ah, doch, wir brauchen für das T doch noch das Ganze. Where T a new. Also wo quasi ein leerer Konstruktor da ist, der aufgerufen werden kann. Dann funktioniert es hier unten nämlich auch mit new T. Und jetzt läuft's, ne? Also hier sage ich für den generischen Parameter T, dass ich eine Einschränkung habe. Ich darf nur Ts verwenden, die auch einen leeren Konstruktor haben, damit ich den hier mit new T ausführen kann. Weil das macht uns ja das leere Objekt, in dem Fall nämlich das, oder gibt uns ein Objekt zurück, was keine gefüllten Daten hat, für den Fall, dass uns die Abfrage nichts liefert. Wenn das der Use Case aus der Fachabteilung ist, dass die keine Info an der Oberfläche haben wollen, oh, zu der Lieferantennummer existiert keine Info. Ne? So, jetzt haben wir das, dann machen wir den Lieferantenparser auch in eine eigene Klasse. Und das SQL ist jetzt durchgängig. So, mal kurz hier noch formatiert. So, jetzt müssen wir logischerweise an die Stelle, wo jetzt Fehler auftreten. Das wäre dann hier. Und hier machen wir einen Kunde. Wollt ihr mal das? Macht ihr das mal. Macht hier mal das so. Und schreibt jetzt hier mal die Verwendung, bitte. Nein, T ist nicht richtig. Ihr wollt ja jetzt was Konkretes nutzen. Geht so, oder? Tim hat es schon richtig gesagt. Genau, Gerd. So, das ist jetzt natürlich eigentlich Quatsch, ne? Lieferantennummer. Weil dann hätte man ja wieder was. Das habe ich noch nicht fertig gemacht gehabt. Lass mich ganz kurz das korrigieren noch bitte. Ihr müsst übrigens hier im Konstruktor was übergeben, nämlich einen Mapper. Aber lass mich ganz kurz das SQL, da hatte ich jetzt nicht mehr drauf geachtet, Entschuldigung. Das hier muss logischerweise raus, weil schon bringt uns das Ganze gar nichts. So, und dann könnten wir hier die ab den quasi auch wieder eine Func
die einen Befehl erzeugt. Also ein, also System, System func SQL Command. So. Jetzt haben wir noch, dann müssen wir noch an den Lieferanten. Das dürfen wir dann auch nicht hier so bewerten. Das müssen wir dann. Ja, so machen wir es auch nicht. Fuba, müssen wir nachher uns einen schöneren Namen überlegen. Oder wissen wir was? Wir machen das nämlich Gravit Object, finde ich eigentlich hier schon mal gar nicht schlecht. Und hier machen wir Requested Object. Und hier ist Gravit Object. So. Und jetzt können wir ja einfach spaßeshalber. Das muss dann wieder raus. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz in den Lieferanten Abfrage. Da waren wir, glaube ich. Genau. Und dann, das machen wir wie? Tschück, tschück, tschück. Die haben wir ohnehin hier schon. Das ist ja wunderbar. Die ist ja schon richtig vorbereitet. So, dann können wir das jetzt fertig machen. Mr. New machen. Und bei Lieferantenabfrage muss da was übergeben. Warum geht es nicht? Also erstmal macht mal hier noch den, macht's vielleicht mal so. Man nennt es erstmal so, dass ihr eins nach dem anderen quasi habt. So. Naja, jetzt habt ihr auch hier Kunde genannt. So. Jetzt müsst ihr erstmal das obere Problem lösen. Also ihr braucht den Mapper, ne? Mhm. Also war Mapper. Jetzt, was ist der Mapper? Ja, da geht's um. Extrem laut bei euch im Hintergrund, wenn ihr euch da so, ich weiß nicht, was ihr macht, aber extrem laut. Moment, Mapper ist geschrieben, wo war denn das? Und zwar, halt, Achtung, 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 ich hoffe, wir haben jetzt nichts hier irgendwie rausgemacht. Ah, da war er, okay. So, und dann müssen wir den halt umbenennen. So zum Beispiel, dass man es auch gleich findet, ne? Mhm. Weil im Zweifel hätte man ja hier mal dann bei all machen können, Steuerung T, Mapper und gucken, was es einem liefert, ne? Mhm. So, also dann New Lieferanten Mapper. Aus SQL finde ich auch noch nicht so schön. Wie könnte man das nennen? So, erstmal gucken, was er hier mosert. Einfach ohne New vorne. Beziehungsweise ohne New in Klammern, weil es static ist. War static, echt? Ja. Stimmt, hatten wir static gemacht, ja. So. Aus SQL Lieferantenmapper. Mapper.
Ja, es ist auch nicht besser. Müssen wir nachher mal schauen. So, jetzt habt ihr schon mal den Mapper. Den könnt ihr dann logischerweise hier reingeben. Jetzt kompiliert es. So, jetzt nächste. Ich brauche mal ein Nugget. Function SQL Command. Was wollt ihr denn jetzt machen? Ich muss ja hier die, also die Fang übergeben, im Prinzip Welche das, Fang? den SQL-Comment oder nicht. Den was? Den SQL was? Also ich muss den, Und wo ist der SQL-Command? Jetzt habe ich es verstanden. haben, der ist ja im SQL drin. Hä, im SQL drin? Was im SQL? Nee, 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 warte mal. Ne. Bevor weitermarsch. Was ist der SQL-Command? Wo ist der? Der ist hier. Nein. Oder? Den erzeugt ihr aus der Funktion, die übergeben wird. Wo ist die Funktion, die euch den SQL-Command erstellen kann? Ja. Genau. So ist es. Hier Befehl, also brauchen wir. Aber Tim, wenn du keine IntelliSense hast, wird irgendwas nicht stimmen. Ja, aber hält. Also keine statische Klasse und das ist der Konstruktor, das ist noch ein bisschen verwirrend. Vielleicht hätten wir es doch nicht so verwenden sollen, aber ich finde es echt eine gute Schreibweise. Also ist, der Konstruktor will wohl die Lieferantennummer, ne? Ja, okay, dann. Und das übergeben wir warum als Konstruktor, nicht als Parameter? Wann übergebe ich einen Parameter im Konstruktor und wann an die Methode? Das hatten wir gestern. Weiß nicht. An die Methode übergibt man, wenn man quasi, oder lasst mich als Beispiel formulieren. Ein Beispiel wäre ein Konto, auf dem ich mehrere Transaktionen ausführen will. Also zum Beispiel, ich habe hier mal Rechnung und möchte dafür eine Überweisung tätigen. Und ich weiß jetzt schon, ich möchte drei Überweisungen oder fünf Überweisungen tätigen. Dann übergebe ich die Informationen für eine Überweisung immer als Parameter an das Konto. Aber alles, was das Konto braucht, zum Beispiel, dass ich legitimiert bin an dem Konto, übergebe ich im Konstruktor. Also das Konto erzeuge ich ja nicht jedes Mal neu, um eine Überweisung zu tätigen. Ihr loggt euch auch ja nicht für jede Überweisung neu in euer Konto ein, in euer Girokonto, sondern ihr loggt euch einmal ins Girokonto ein und dann könnt ihr beliebig oft Überweisungen tätigen. Das eine ist, was man überhaupt braucht, um was auszuführen. Also, oder generell überhaupt zu funktionieren. Und das andere ist was, womit ich arbeite. Ja, ich kriege von außen immer wieder eine neue Überweisung und die arbeite ich ab. Aber das Konto wird einmal erzeugt und auf dem Objekt kann ich immer wieder dann Transaktionen ausführen. Ja, also im Konstruktor kommen immer Abhängigkeiten, die man braucht, um überhaupt arbeiten zu können. In einer Methode kommt dann das, was ich abarbeite. Was sich auch ändert. Das, was man im Konstruktor übergibt, ändert sich nicht mehr. Nur was man im Parameter übergibt, da möchte ich möglichst immer wieder neue Sachen, ohne wieder ein neues Objekt erzeugen zu müssen. Ne? So.
Und dann könnt ihr das ja hier machen. So, jetzt habt ihr immer noch ein Problem. Nämlich, ihr habt hier schon Klammer auf, Klammer zu, damit habt ihr schon quasi die Funktion gelöst, ausgelöst. Und das will nur quasi die Fang selbst. Also das will nur den Zeiger auf die Fang und nicht das ausgeführte Ergebnis der Fang. Deswegen darf hier eine Klammer auf, Klammer zu sein. So, und dann habt ihr das hier so. Aber ich würde es auch anders machen vielleicht. Kann man hier dann Extract Local Variable machen. So, und dann gehört das zusammen. Dann habt ihr hier den Kunden. Hier ist die Lieferantennummer. Jetzt sieht es gut aus, ne? Und jetzt könnte man das auch testen, beziehungsweise jetzt hätte man eine Infrastruktur, um generell SQL-Commands zu erzeugen. Also wir könnten das jetzt quasi auch noch in eine Struktur bringen. Wir machen hier mal, was weiß ich. Geht es hier einfügen nicht? Okay. Mir ist übrigens auch noch was auffallen, weil Resharper immer die Datei mit umbenennt. Die Dateien hier wurden gar nicht mit umbenannt. Habt ihr das gesehen? Ne, hier war es nicht. Beim Parser war es genau. Seht ihr? Lieferanten-Mapper. Da ist nur Stimmt, ja. Parser. So. So, aber das stimmt, so wie das ausschaut. Und jetzt könnte man quasi hier sogar noch was machen, abstrahieren, was weiß ich, sagen wir mal, das ist wie folgt. Jetzt haben wir eigentlich genau das gemacht, was ich nicht zeigen wollte. Ich hoffe, den Zuschauern hilft es jetzt trotzdem. Achso, wir haben ja hier gar keine Reshape, wo ich Extract Interface machen kann, gell? Ah, aber wie Studio kann es? Alles klar. Wahrscheinlich kannst du es schon lange und ich weiß es bloß nicht. I-Command. Ach, da muss ich dir schreiben, okay. So. Einmal unter Mapper. Tim, hast du gerade irgendwas hier gemacht? Hört ihr mich? Ich glaube, jetzt ist gerade Skype abgeschmiert. Ich mache das gerade nochmal. Tim raus. Ausbesprechung entfernen und mache ihn jetzt noch mal hinzu. Also Skype ist echt grottig inzwischen. Tim. Das heißt eigentlich drei, Herr Wegner, hören Sie mich noch? Aber ich würde es jetzt. Ach, das Headset ist leer. Okay, alles klar. Dann würde ich es einfach so zu Ende führen. Und zwar. Da brauchen wir noch das Mapping. Da bin ich am Überlegen. Das machen wir dann wie folgt. Auch wieder Extract Interface. Mach das Video jetzt an. Okay. Und zwar brauchen wir da eine System Func SQL Data Reader und wir brauchen einen IT. So. Mapper. Das Kunde verwirrt mich total. Das ist echt. Achso. Genau. So. Jetzt machen wir hier uns die SQL-Infrastruktur. Herrgott, dass hier das alt einfügen nicht geht. Add New Folder. SQL. Die zwei brauchen wir. Ich mache mal alles zu. Und wo haben wir denn SQL? Genau. Und das verschieben wir jetzt. Geht auch nicht. Wir brauchen wieder Resharper. Da führt kein Weg dran vorbei. Jo.
So, das wäre jetzt unsere SQL-Infrastruktur. Müssen wir logischerweise den Namensraum anpassen. Was war denn das Code-Cleanup nochmal? So, einmal den Namensraum angepasst. Ich bin echt aufgeschmissen ohne Reshaper, merke ich jetzt. So. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich es wieder zurück verschoben. Nochmal hier hin. Genau. Machen wir jetzt auch SQL. So. Und jetzt können wir hier das nämlich ändern. Dann machen wir hier einen IMapper von T. Und das hier gibt auch ein IMapper von T. Und das hier gibt ein I-Command. Warum auch immer er jetzt gerade die Dateien, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. IMapper. Das war die. Ich brauche meinen Resharper wieder, ich komme das so durcheinander. Command und das heißt auch iCommand, dann sieht es gut aus. iMapper. Die Datei heißt iMapper. Das sieht gut aus, gut aus, gut aus. So. Und SQL brauche ich, ich weiß gar nicht, was er hier will. Formulare. Ah. Jetzt hat er. So. IMapper, iCommand, so. Achso, halt, das kann man den. Oh. So, das nennen wir Command Factory. Create. So. Und was will der Mapper noch? Mapper. Dann habe ich hier noch was falsch. Aus SQL. Klammer auf, Klammer zu. Genau. So. Und das hier wäre jetzt unsere komplette Infrastruktur, die man logischerweise auch austauschen und testen kann. Und jetzt, wo haben wir unsere Lieferantenabfrage? Ist eine I-Command. So, create. Wenn man das hier rausschmeißen. Zack. Zack. Sieht gut aus.
Und der Lieferanten-Mapper ist ein IMapper-Kunde. Das sieht auch gut aus. Und jetzt können wir es hier im, halt in dem hier war es, im All. Na, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. So. So, einmal. Was hat der jetzt noch? Das hier ist SQL, SQL. Das müssen wir auch noch sauber machen. Und erzeuge Befehl. War Lieferantenabfrage. So. So. Und so würde es jetzt künftig aussehen. Und dann muss man nur Implementierung von IMapper und von iCommand machen. So, das SQL benennen wir noch schnell um. Wir nennen das SQL. Nee. Wie nennen wir den? Executor. Und jetzt liest sich das auch hier in dem All, denke ich, ganz gut. Genau. Gut, also ist jetzt deutlich länger geworden. Jetzt haben wir natürlich hier von den Kollegen Leiby schon einiges gezeigt. Das ist jetzt das, was man eigentlich in großen Projekten gar nicht machen muss, weil es da Mapper für oder OR-Mapper für das Ganze gibt. Wir haben uns da jetzt so ein bisschen selbst was gebastelt. Jetzt hat man mal gesehen, wie das funktioniert. War eigentlich ein ganz gutes, dass wir das gemacht haben, weil ich ja den Jungs jetzt dann OR-Mapper zeigen möchte. Jetzt haben die so ein bisschen verstanden, hoffe ich. Die haben jetzt gerade kein Mikrofon mehr, also hören tun sie es noch, aber sie haben kein Mikrofon mehr. Die haben jetzt hoffentlich verstanden, wieso, was da eigentlich alles mit dranhängt, sowas zu machen und warum man dann eben auch so eine OR-Mapper gut gebrauchen kann. Dann hoffe ich, es war interessant für euch. Dann lasst mir das in den Kommentaren, wenn ihr noch was sehen wollt. Also das könnten wir jetzt zum Beispiel auch mal mit Tests hinterlegen. Und dann bis zum nächsten Mal.